Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play the Crew mit der Crew. Einmal Nick Frei und Marki. Zerstörungs-Marki. Killing Spree Marki. Ich lade euch an der Stelle einfach mal ein. Dann gucken wir uns das mal an. Du lädst uns ein. Ich fall gerade einen Berg runter. Aua. Jetzt nicht mehr. Ach so, ja. Ich habe gesagt, nein, nein, nein. So, mal gucken. Oh, bringt Gold bringt plus 10. Ein Was? PE-Auto, Gold bringt plus 16. Was? Oh, das wird interessant. Ey, was habe ich für einen PE-Wagen, dass mir das nichts bringt? In jeder Hinsicht. Hä? Du hast einen 700er oder so. Ja, okay. Ja. Oh, geil. Das ist mein Maserati. Wie er leibt und fährt. Okay, du musst Gas geben. Okay, du musst Gas geben. Das ist toll. Gib mal Gas. Gerne. Na, guti. Wo müssen wir hin? Ich würde sagen, Gas geben, okay. Oder? Boah. Marki. Was denn? Du bist gerade nicht durchgerast. Was machst du denn? Wow. Ich versuche uns Zeit zu erkaufen. Versuch uns Zeit zu erfahren. Wie wär's damit? Ich erkaufe uns Zeit. Nein. Ich hab'n getroffen. Das ist ein Drive to Win. Ihr seid schön ausgewichen. Ich hab'n voll weggebügelt. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Stoff hier. 300 ist drin in dem Kübel. So wahnsinnig. Ich hasse Gegenverkehr. Ich auch. Das sollte auf Straßen verboten werden. 12 Sekunden, Baby, 12 Sekunden und durch. Ja, ich würde ja lieber Crewmitglieder verbieten, die langsam vorm Herfahren. Was? Hey! Marki, was ist schon wieder los mit dir, hä? 700? Was, 700? 700 also, blockiert mich, ja. Ja, ehrlich mal. Niemand kommt an mir vorbei. Sei ein wow, Marki, Alter, Marki, du grüßt ja ab hier. Ich fahre schon fast 300. Was ist los bei dir? Oh. Vorsicht, da kommt was Enges. Da kommt einiges. Oh ja, das ist schmutzig. Unter anderem ein querfahrender Nick, der sich an... Wie hast du das jetzt geschafft? Nein! Was? Du hast dich gerade für mich so an so einem Auto vorbeigebackt. Das sah sehr interessant aus. Dann noch 7,1 Kilometer. Ich fahr da im Slalom um die Autos rum. Oh, für mich schaut's gerade richtig schlecht aus. Warum? Schlecht. Weil ich bin irgendwie ziemlich weit hinten. Das ist schlecht. 700er Auto, ja, ja. Du hast den gecheateten Oldtimer, sei ruhig. Nix gecheatet, ja. Ich habe mir den sauber zusammengesammelt. Teile ja, geklaubt aus den Mülltonnen, ja, für die Karre. Und dann gleich am Anfang hast du mich hier umgehauen. Nee, was? Hast ja, du nicht? Mit Liebe. Wow. Ach, Kronthorn, was ist schnelle denn Autos fahren allein macht dich noch nicht schnell. Ja, das stimmt. Sieht man an dem 700er Auto. Vor allem, wenn man so richtig schön viel Gegenverkehr hat. Ja, also ich weiß zumindest, dass ich keinen Skill habe. Das ist schon mal ein guter Anfang. Deine Minus-Skill? Na naja, okay, die letzten paar Male war es eigentlich eine Maserati-Quelle. Oh, scheiße, geil. Hier durch die Stadt, ey, das ist gar unangenehm. Nicht meins. Das kommt ganz das auf den Start an. Das ist sehr unangenehm, zu viel Lichter, zu viele Effekte, die mich ablenken, zu viele Häuser. Ich muss überall hinschauen gleichzeitig. Ja, toll. Cool, jetzt hat ein... Oh, nee. Nein, Auto! Oh, nein, mein Blanke, mein Fels. Oh. Ich sehe nicht den Fels hochbacken. Oh Gott, er kommt runter. Oha, hier wird er schon richtig weit. Also warum sind wir auf dem Highway? Highway, das ist doch kein Highway. Erzähl doch keinen Käse. Oh. Nein, schon wieder. Komm schon. Ach komm, oh, oh, ja oh, klar. Nein. Ey, komm schon. Nick. Hol dir das Ding, hol dir das Ding. Auto beschleunigt. Nein, das war der schlimmste. Das ist, also ich würde sagen, vorbeigeflogen. Ich würde sagen, dieser Fahrstil ist, warte mal, ich beschreib's mal anders, mutig. Ich bin vorbeigeflogen. Dafür hole ich uns jetzt die nächsten. Ja, wunderschön. Und das Ziel haben wir auch schon vor Augen. Wow, oh, Alter, was ist das für eine Strecke jetzt? Ungefähr jedes verdammte Auto, das mir entgegenkommt. Da ist zum Glück dieser Hot Rod echt gut geeignet, weil der halt auf der Straße klebt wie so ein Brett. Ja, mein Ferrari ist auch nicht gerade schlecht, was das angeht, aber ich weiß halt auch nicht. Heieiei. Was ist da los? Achso, Moment, ich bin nicht schnell genug. Wow. Nein. Und der Marki diesmal abgeschlagen, aber beim nächsten Mal wieder voll mit dabei. So, Silber. Ah, verdammt. Das ist Bronze. Bronze. Ja, ist mir eigentlich auch ziemlich egal, weil hätte mir sowieso nichts gebracht. Ah, ja. Also ja. Ist mir egal, ist mir wurscht. Ist ich mag einfach... Ja. Das war doof. Alles kack. Alles blöd. Mir ist übel. So, aber dafür haben wir die Mission jetzt auch. Das war knapp. Gute Arbeit. Bei der Kohle, die wir machen, bist du sicher schon auf Schussradar.
Ja, die erzählen uns immer alle irgendwas von Plan. Kohle, ja, und ja, ich habe davon noch nichts mein Bankkonto ist leer. Gesehen. Oh, 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 Fred, Vorsicht, bremst, da ist Fred. Hallo. Gott, Sweet, noch eins. So, was haben wir denn als nächstes im Angebot? Makis Affenparadies. Ich fahr einfach mal mit einem Affenzahn hier durch den Wald. Durch den Wald fahren ist immer gut. Ja, als nächstes haben wir Detektiv. Die Mission Detektiv. So, und ich port mich jetzt hier einfach mal so weit wie möglich dahin. Ich glaube, ich hätte eine Rallye-Mission. Wo ist denn diese Mission? Oh, die ist ja wirklich einmal Detektiv. Oh ja. Ich muss mal am Fahrstilern an meinen Reflexen arbeiten. Ich setz mal einen Wegpunkt für uns alle. Ja, setz mal einen Wegpunkt. Dann sehe ich wahrscheinlich, dass ich rumdrehen muss. Du musst rumdrehen, ja. Definitiv. 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 Fast die Polizei gerammt. Alter Schwede, das war echt... Das ist keine Polizei, das ist Fred. Ja, das stimmt. Oder mehrere Freze. Freze? Friedrichs. Oder die Fredizei. Was? Das ist ein Fritz? Fredizei. Pommes Fritz. Oh ja. Pommes Fritz. Jetzt habe ich Hunger. Toll. Gut gemacht. Pommes Fritz. Oh, Leitplanke. Da habe ich abgebracht. Oh Gott, oh, oh Gott, Baum. Oh Gott. Ich habe die Straße verloren. Die Straße hat dich verloren? Ja. Sie hätte dich gerne zurück. Hole ich will aus dieser Wüste wieder raus. Ich will wieder auf irgendwie schöne grüne Landschaften und Felder und so. Und ach, das ist alles... Das ist alles so traurig, trist. What the fuck? Oh, ah, flieg. Oh, na toll. Sag doch einer, dass da eine Kurve kommt. Schon wieder durch die Walachei. Oh, von mir kommt ein Polizeiauto in meine Richtung. Und die sagen, bitte nie ran. Endergebnis 930 Bucks. Für was denn? Bei der Mission müssen wir wieder irgendwann... Nein, Idealien-Test. Ich könnte kotzen. Oh. Ich schaff das nicht. Warum schaffst du das nicht? Ja, weil ich einfach mal total bescheiden in den Test reingefahren bin. Ja, toll. Kann ich mir jetzt schon abschmieren. Übrigens, super. Wir haben doch mal UFOs gesucht, oder? Ja. Es gibt welche. Echt? Ja. Wir haben die Area 51 gesucht. Ja, wir haben die Area 51 mit UFOs gesucht. Aber es gibt welche, und zwar dort, wo Roswell ist. Hier unten in New Mexico. Ach, Roswell, Mensch. Mexico. 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 Musst du mir mit Liebe aussprechen. Mexico. Mexico. Ja, genau. Das hört sich an, als hätte ich einen Sprachfehler. Nein! Ja. Allerdings okay, richtig. Das war's. Nein. Wir haben keinen Splash-Fleder. Das Spiel mag mich heute nicht. Was ist denn nur los, Oder mein Marki? Controller mag mich nicht. Mein Hirn spielt einfach nicht mit. Was ist los mit dir, Marki? Wow! Bullshit zusammen. Genau, ich war heute Bullshit zusammen. Sorry, ich war immer Bullshit zusammen. Das Auto bleibt nicht mal stehen. Also rutscht durch die Bumper. Ihr habt mich sogar fast eingeholt. Aber ich bin als erstes bei der Mission. Hui. Soll ich die gleich mal starten? Nein. Dann eben nicht. Nein. Halt. Mach's nicht, Mann. Mach's nicht. Hm? Nee. Du willst es nicht. Oh Gott. Silber. Nee. Oh, scheiße. Ja, stirb. Ausstatten. Wenigstens mal wieder ein Teilchen für die Kübel. Bisschen für die knutschen Kübel. Hier. Ich stirb auf Oldtimer. Oh, diese Straße ist echt furchtbar mit so einem PE-Auto. Ich bin nur wie so ein Stein übers Wasser am Springen. Oh, eindeutig, zweideutig. Ja, ist gut, okay. Ich kommuniziere jetzt die ganze restliche Folge nur noch so. Du kannst ruhig nochmal, wenn du willst. Komm her. Oh, komm, weich doch nicht aus. Du willst es doch auch. Ich weiß, dass du das willst. Ich surfe den Hang entlang. Oh, ich surfe den Canyon hinunter. Nee. Alter, was denn hier für ein Canyon? Ist das der Grand Canyon? Nee, das kann nicht der Grand Canyon sein, oder? Nee. Oder doch? Goddammit, Moment, wo sind wir denn gerade? Moment mal. Schaut aber echt. Was? Nee. Wo ist eigentlich der Grand Canyon? Der ist in der Nähe von Vegas. Südlich. Okay, dann passt das schon mal nicht, weil Vegas ist da. Nein, die. Da ist. Nee. Hä? Oh, oh, zum Glück hat er das Auto gute Bremsen. Da ist ja Nick. Mensch. Ist er ja. Der Nick. Wo ist der Marki? Ach, da ist der Marki. Auch da.
Ich stehe da so in der Gegend rum, glaube ich. Nee, du bist jetzt doch da. Jetzt bin ich wieder da. Dann holen wir uns die Mission, liebe Freunde. Die schaffen wir noch. Die Mission holt uns. Ich hol uns die Mission. Guck mal, wo ist die Mission? Da hier unten. Ach, da unten. Einfach annehmen. Über den Wolken. Muss der Magie wohl grenzenlos sein? Ja, ich bin mal gespannt, was das jetzt für ein Auto gibt. Völlig anderes Fahrverhalten. Und ab geht's wieder in den Baum. Oh nein, was darf ich denn jetzt? Rennfahrzeug hier. Rallye, oh toll, oh, 699. Plus 3, wenn ich Gold hole. Also, plus 9. Mir gefallen diese Rallye-Missionen nicht. Ich mag die nicht. Ich mag die auch nicht, die sind so unkontrolliert. Die PE finde ich klasse. Okay, wir müssen jemanden töten, umfahren. Nein, schon wieder? Das kriegen wir noch nie hin. Das haben wir noch nie hingekriegt. Wir machen den jetzt einfach gleich ganz am Anfang. Put. Na gut. Und fahren erstmal gegen eine verdammte Wand. Die Wand. Ich habe keine Kontrolle in der Karre. Da fahre ich selbst mit dem PE-Auto hier noch besser. Kann dir jetzt schon sagen, dass... Oh, nee. Was? Oh, nee? Oh, nee. Hier steh ich hier rum. Dräng ihn ab, du bist lustig. Dafür haben wir aber 3 Minuten Zeit. Ja, was denn? Ja, genau. Ich bin 300 Meter von dem Teil entfernt. Was sind wir denn Teil? Wo seid ihr? Wie, der will anhalten? Wow! Wir sind ungefähr einen halben Kilometer hinter dir, Maki. Ja, ich hab mich gerade selber zerstört. Ich auch. Ich find's toll. Wie ich diese Mission hasse. Ich hörte nicht. Okay, ich hol Maki jetzt langsam wieder ein. Fährt der im Kreis? Der kommt ihm hier immer so gleich vor. Bin Brummkreisel. Oh, Baum. Hey, der hat mich rangeportet. Macht das ist ja cool. Ja. Maki, flieg! Du bist frei! Nee, ich bin frei. Achso! Ich bin frei. Ich hab ihn erwischt! Ja! Nein, ich hab ihn nochmal! Und nochmal! Und nochmal! Er ist hinter mir, what the fuck? Holt ihn euch! Warte, holt ihn euch! Ich verliere ihn, er ist hinter mir, verdammt, wie soll ich ihn verlieren? Warte, jetzt! Komm, gib Gas nach links! Bleib weg! Nach rechts! Da! Nach links, nach rechts! Er hat nicht mehr viel! Jetzt töte ihn, brech ihm die Beine! Das gibt's doch nicht! Ey, der hat uns aber nicht wenig geschafft. Ja, flieh. Sehr schön. Geht doch. Mann, oh Mann, war das wieder eine Aktion, ey. Naja, okay, aber es ging relativ gut eigentlich. Davon abgesehen, dass ihr irgendwann mal 10 Kilometer hinter mir wart. Ja. Ätzend. Und? Kriegen wir da? Stufe 47. Ich bin 44. Yay, und Gold. Ich bin froh, wenn wir 50 sind. Wieso krieg ich Silber? Ich hab den auch gerammt. Ich war der Wichtigste. Also, Zielschaden, wer hat die meisten gemacht, Baby? Bringt trotzdem. Teil bringt nichts. Nein, hey, ich wollte mir noch die Statistiken anschauen. Jetzt. Teil ist Silber und bringt nichts. Echt? Lass den Typ von Zoe in Empfang nehmen. Mal sehen, was die aus ihm rausholt. Mach ich. Wir sind irgendwie ziemlich von brutal. Zoe? Zoe? Wer ist Zoe? Okay, Kleiner. Ich weiß nicht, was du spielst, aber du bist am Arsch. Was? Jemand, auf den deine Beschreibung passt, hat einen meiner Partner in der Gitter gebracht. Du bist offenbar nicht der, für den du dich ausgibst. Unser Deal ist tot. Du bist tot. Oh mein Gott. Roxanne, leg einen Zahn zu. Coburn ist hinter mir her. Wir sind alle in Gefahr. Bin dabei. Wir koordinieren das mit Zoe. Ein Problem. Ja, ich habe ein anderes Problem. Ich mache gerade so eine doppelte Beutemission. Ja, ich auch. Glaube ich. Achso, ich habe mich schon gewundert, warum ihr hier so durch die Gegend düst. Hast du die Beutemission nicht gesehen irgendwie? Nee, ich habe die absichtlich nicht angenommen, weil Beutemissionen mag ich überhaupt nicht. Ich auch nicht, okay, aber wir müssen zum Yellowstone. Noch? Weites. Komm, da geht was, da geht was. Bei mir geht da nix. Ach, verdammt, Rose. Wo muss ich denn da hin? In Bugs umwandeln. Na toll, wie viel gibt's? 55. Hey, wir sparen können. Ich mach plus 10. Ich mach da nicht hin. Was? Ja, das Teil hatte ich noch nicht. So, jetzt checken wir mal die Lage. Wo ist denn die nächste Mission? Da können wir da schon mal hinchecken. Oh. Ziemlich am Anus. Oh, Hallöchen. Aber es ist mal... Mal Schnee, weites Land. Oh ja. Gelände. Ich setze uns einen Wegpunkt. Oh, da kann ich direkt hin. Ich auch. Ich glaube, jetzt das Spiel kommt langsam in die heiße Phase. Hin, wieso kann ich da nicht direkt hin? Da war ich doch schon. Ja, das schaut so komisch aus, dadurch, dass das weiß ist. Also ich würde vorschlagen, wir fahren einfach in der nächsten Folge da mal hin, weil dann kommen wir nämlich aus der Wüste quasi in das Schneegebiet rein. Schneegebiet, ja, aber das finde ich eine gute Idee, ne? Also, ja. So ein bisschen. Also, da können wir treffen uns einfach da, wo ich jetzt gerade bin. Das wäre so mein Vorschlag. Okay, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin schon kurz vorm Missionspunkt.
Ja, aber dann kommt man doch nicht ins Schneegebiet rein. Okay. Kannst du dich nicht zu mir hinporten? Doch, doch, ich kann mich da schon hinporten. Noch weiter als, ja, dann lass doch hier treffen. Okay, dann treffen wir uns halt gleich dort. Ich wollte da jetzt einfach so reinfahren, aber ne, okay. Ja, ich bin noch nicht im Schneegebiet. Der Einzige, der schon mit dem Schneegebiet drin ist, ist Maki. Ja, ich habe da schon so weit entdeckt und so. Und ihr seid 2 Kilometer hinter mir. Aber ich komme euch jetzt einfach mal entgegen. Dann können wir die schöne Landschaft hier nochmal genießen, beziehungsweise in der nächsten Folge, oder? Das Werk ist jetzt auch vor mir, ha? Huh? Ja. Irgendwas ihr wolltet falsch. Es so und jetzt kriegt das so, hm? Nee, wir wollten gemeinsam ins Schneegebiet fahren. Okay, dann komm ich jetzt ins Schneegebiet hier. Dann machen wir das so, dann fahren wir jetzt einfach noch ins Schneegebiet rein. Ich porte mich da mal auf Nick Freihof. Oh, hallo. Hm. So, willst du mich besteigen oder was hier? Oh, ja. So. Büffelherden. Was? Das sind Büffelherden. Komm, gib's mir schmutzig. Oh nein! Was macht ihr denn schon wieder? Kinder, hört doch auf. Oh, da ist der Maki. Ja, dann ja, auf da ist Schneegebiet. Da ist Eis. Oh, das geht aber sprungartig in das Gebiet rein. Schwungartig? Sprungartig. Achso, sprungartig. Ich hab schwungartig verstanden. Schwungartig auch. Vorsicht, davon ist die Police. La Police. La Police. Polizei. Ist aber nicht so glatt, wie ich dachte. Liegt das am RA-Auto, dass das hier besseren Grip hat? Vielleicht ist es kein RA-Auto, sondern ein Schneeauto. Schneemobil. Ein Schneemobil. Also, aber im Moment ist der Grip echt cool, ich weiß nicht. Also, ja, vielleicht kommt es noch, vielleicht muss cool. Es erst noch mal anziehen. Ja? Vielleicht ist es jetzt hier einfach nicht glatt. Ja, okay, ich war vorher auch schon tiefer im Schnee, sage ich jetzt mal, gesteckt. Der Maki wieder, ha? Versteckt er sich wieder im Schneegebiet. Ja, ja, wobei so richtig schnell ist mein Auto nicht irgendwie. Also 160. Ja, okay, ihr fahrt ja noch den Rallye, oder? Ja. Da wundert mich ja nichts. Ja, ich fahr. Obwohl. Nee, ich fahr mein Gelände. Da bin ich aber auch nicht schneller. Den Maki-Geländewagen. Und es geht halt auch bergauf. Wow. Tja, liebe Freunde, aber ich würde einfach sagen, wir hören und sehen uns dann einfach locker flockig in der nächsten Folge, ja? Genau, zur nächsten Mission. Und zur nächsten Mission im Schneegebiet diesmal, ein bisschen, wow, ein bisschen Settingwechsel, ja? Genau, wow, und ja, bis dann. Bis dahin. Bis dann, ciao, ciao. Tschüssi.